Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Mega Radio Aktuell. Am Mikrofon spricht für Sie Alexander Boos und wir bedanken uns natürlich, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Und wir starten heute mit einem absoluten Knaller. Uns ist es gelungen, für Sie dieses Interview einzufangen mit einem sehr einflussreichen Bundespolitiker, Regierungspolitiker. Es ist kein geringerer als Markus Söder, CSU-Politiker und Ministerpräsident von Bayern, CSU-Chef und schon seit Jahren einflussreicher Regierungspolitiker. Zwischenzeitlich war er sogar mal als Kanzlerkandidat im Gespräch und unser Kollege Peter Valentino konnte ihn jetzt zu diesem Interview einladen. Ein kurzes Interview, ein exklusives Mega-Radio-Interview. Jetzt Markus Söder mit einem Kommentar zur kontrollierten Cannabis-Freigabe im exklusiven Mega-Radio-Interview. Herr Präsident, vielen Dank. Für unsere Hörer von Mega-Radio aktuell nur eine Frage. Sie sind ein Verfechter gegen die Legalisierung von Cannabis. Es gibt auch den Bayerischen Sonderweg, der ein Gespräch ist. Was sind Ihre wichtigsten Argumente? Naja, es gibt ja niemanden, der das jetzt befürwortet. Also zum einen mal ist in der Sache völlig falsch. Ärzte warnen, Polizei warnt, Jugendschützer warnen. Es gibt erhebliche Schädigungen für junge Leute. Das Gesetz ist praktisch, aber das kommt dazu nicht umsetzbar. Ein völliges Chaos. Wie soll das jetzt alles gehen? Da müssen Zonen festgelegt werden, wo Konsum ist, 100 Meter von der Schule entfernt. Immer, was soll das? Ja? Zu Hause soll es irgendwie eingesperrt werden, damit die Kinder nicht rankommen. Wie soll das in der Praxis funktionieren? Und die Wahrheit ist natürlich, am Ende hat all diese ganzen Öffnungen von Drogen nur zu mehr Kriminalität geführt. Und das sieht man in Holland, die warnen davor. Deswegen ist das Gesetz Schrott und Mist. Und wir werden überlegen, ob man dagegen klagen kann. Auf jeden Fall, was wir machen werden, ist eine extrem restriktive Anwendung. In Bayern wird es sicherlich am wenigsten Spaß sein für diejenigen, die sich fürs Kiffen und aufs Kiffen freuen. Herr Minister, vielen Dank. Danke. Ja, soweit Markus Söder, CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident im Gespräch mit Mega Radio aktuell im exklusiven Mega Radio Interview mit meinem Kollegen Peter Valentino. Besten Dank dafür. Das ist natürlich ein absoluter Knaller. Wie Zeit Online meldete, hält die CSU an ihrer inhaltlichen Kritik am neuen Cannabis-Gesetz fest und will jetzt auch rechtliche Schritte prüfen. Dieses Gesetz ist nicht nur ein Schaden für junge Menschen und für die Sicherheit, sondern das Gesetz ist schlichtweg nicht umsetzbar, kritisierte Söder, die wir gerade im Mega-Radio-Interview gehört hatten. Die CSU erwägt also rechtliche Schritte gegen die teilweise Legalisierung von Cannabis. Das teilte CSU-Chef Söder nach einer Sitzung des CSU-Vorstands mit vor wenigen Tagen. Da will man auch prüfen, ob man das im Bundesrat blockieren kann. Bislang galt eine Zustimmung des Länderparlaments zum Gesetz als nicht notwendig. Die Klageaussichten sind jedoch nicht so einfach, betonte der bayerische Ministerpräsident Söder. So, bleiben wir mal bei Bayern. Der FC Bayern München ist ja einer der besten Fußballvereine in Deutschland und der Welt. München könnte man sich gar nicht denken ohne den FC Bayern, aber natürlich auch ohne 1860, auch undenkbar, nochmal so hinzugefügt. Bei der DPA-Chefredaktionskonferenz in Berlin gestern äußerte sich Bundeskanzler Olaf Scholz auch zum FC Bayern indirekt, beziehungsweise zum deutschen Fußballnationaltrainer, zum Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der war ja auch Trainer beim FC Bayern, bis er dann entlassen wurde. Kurze Zeit später ist er dann Cheftrainer beim DFB geworden. Auf die Frage, was Fußballnationaltrainer Julian Nagelsmann von der Ampelkoalition lernen könnte, sagte Kanzler Scholz, besser nichts. Der DFB-Auswahl, also der deutschen Fußballnationalmannschaft, drückt der Kanzler bei der anstehenden Heim-EM im Sommer 2024 natürlich die Daumen. Auf die Frage, was wahrscheinlicher sei, dass Deutschland Fußball-Europameister wird oder dass die SPD erneut stärkste Partei wird bei der nächsten Bundestagswahl, sagte Kanzler Scholz, besser nichts. Das Letztere ist sicher und das andere wird auch klappen. Ja, soweit der Bundeskanzler zu Nagelsmann. Und ich frage mich, ist das jetzt schon Realsatire? Blicken wir auf etwas Ernsteres. Wir müssen leider nochmal ausführlich auf die Kriege in der Ukraine und in Israel blicken. Beginnen wir beim Russland-Ukraine-Krieg. Die Todesumstände des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny sind nach wie vor unklar. Bundeskanzler Scholz machte jetzt unmissverständlich deutlich, wer aus seiner Sicht für den Tod verantwortlich ist. Er geht davon aus, wie alle anderen auch, wie er betont, dass es das russische Regime war, sagte Scholz in Berlin bei besagter DPA-Chefredaktionskonferenz. Der Tod Nawalnys sei...